mich nicht. Ich komme. Alter, ich werde jetzt gleich auseinandergelaufen. Bleib super. Okay. Ich bleib einfach liegen. Bleib doch wohl. Ich bleib einfach liegen. Und bist du raus! Hallo und herzlich willkommen hier zu einer, oder besser gesagt zu unserer allerersten Folge Arma 3 in Wait and Annex. Bei mir ist natürlich wieder mal der Sakko. Hallo. Und wir haben noch einen Piloten, der heißt Thomas, hast du gesagt, ne? Ja, Thomas. Thomas, habe ich das richtig? Habe ich mir das richtig notiert hier auf meinem kleinen Spickzettelchen? Wir spielen, wie gesagt, schon. Das ist sowas wie, soll man sagen, so wie Missionen einfach, die immer wieder neu starten. Ne? Wir haben uns hier schon absetzen lassen. Wir sind in der Nähe vom Krisengebiet. Ihr seht auch hier schon den gegnerischen Helikopter. Wir haben Artillerieunterstützung. Wir können also auf der Karte können wir die Ziele markieren und der Thomas wird sie dann von der Hauptbase. Ah, man sieht schon hier, Enemy Radio Tower ist destroyed. Wenn wir auf der Karte gucken gehen. War das ich jetzt gerade entfernt? Ja, das warst du. Zacka, packa, packa, weg okay. Ist es. So, jetzt bekommt sauber. Der Feind auch keine Luftunterstützung mehr. Das heißt, sobald der Jet weg ist, sobald der Hubschrauber weg ist, haben wir unsere Ruhe und können gemütlich rein und raus. Hätte müsst ihr beide abschießen, ne? Weil ich kann da nicht hin, weil der Jet, der tut mich sowieso erstmal abschießen. Ja, ich frag mich, ob ich mit einer 762er und... Nein. Ja. Warte, ich hab doch noch was anderes. Was ist denn noch dabei? Nicht. Das Problem ist irgendwie, mit unseren super tollen Helis hier kann man nichts aufnehmen. Ach nein, ich hab deshalb die nicht dabei. Deshalb hätte ich euch ja Munitionen-Nachschub bringen können, aber nein, muss ja nicht sein. Ja, der Server ist bis jetzt auch noch ziemlich leer, weil der war in der Beta. Noch nicht online. Einmal wurden wir schon runtergeschossen. Genau. Aber wir sind jetzt guter Dinge, dass er wieder voll wird, weil bis jetzt war es immer voll. Bis jetzt war es eigentlich immer gut gerüstet, ne? Mhm. Also da kann man sich immer ein bisschen informieren und man kann sich auch hier die Piloten organisieren. Also man kann sich hier ein Cap organisieren. Das bringt einen dann ins Zielgebiet und holt einen dann auch wieder ab. Weißt du was? Ich finde das ein bisschen scheiße, wie wir gerade laufen. Ich wollte in die Stadt gehen. Ja, ja, da bin ich auch dafür, aber... Wie wär's, wenn wir einfach den Büschen nachfolgen, ne? Da so oben wie die das... Military Base, die wäre eigentlich ein super Punkt zum Runterschießen. Beziehungsweise ein super Punkt, um raufzuschießen. Da gibt es bestimmt ein paar Kills abzustauben. Das wäre sicher eine Idee, ja. Ich habe natürlich meine Sniper nicht dabei. Der gute Mann bemerkt schon, Sakko, du warst noch nicht im Militär, ne? Nein, ich war noch nicht im Militär, aber ich habe einen Gillian, es ist keiner in der Nähe. Aus der Distanz wird mich wohl kaum jemand sehen. Du hast keine Ahnung. Das ist ein Spiel. Gerade ist ein Panzer mit Thermalvisier an uns vorbeigefahren. Da lief die Aufnahme leider noch nicht. Ja, aber der Panzerfahrer, der Schütze hat geraucht. Und von dem her, das kannst du nicht zählen. Ach, du kannst also in den Panzer reingucken? Nö, der saß ja oben und hat rausgefahren. Oh, ich sehe Gegner. Ja, ich müsste sie jetzt eigentlich auf der Map sehen können. Sekunde, ich habe hier ein... Igris markiert, steht der oder fährt der? Der ist schon, glaube ich, länger nicht mehr da. Ne, ich habe hier nämlich einen Target Tigris eben auf der Artillerie. Mhm, ja, ich könnte dich eigentlich beschießen. Ich wollte eben auf einen Punkt gehen, wo ich ein bisschen mehr Aussicht habe, wo ich nicht mitten im Wald liege, aber dennoch bedeckt bin. Und ich denke mal, die mal. Stadt ist dafür ganz gut. Das Haus. Ich würde sagen, links von dir, da ist noch ein Wald, der ist etwas höher, so wie es von mir gerade aussieht. Ja, der ist sehr hoch. Aber davor ist dann noch einer, der ist noch höher sogar. Und der ist aber schon im Feindgebiet, das ist schlecht. Also da oben der Berg, der ist auch ein bisschen kahl nach oben hin. Könnte ich mich ein paar Sträucher reinlegen, aber... Hast du jetzt gesehen, wo die gegnerischen Spieler waren? Ich kann die Gegner ausschalten. Du meinst die... Der Trupp, der in den Berg hochgelaufen ist. Oh, Alter, der schnauft hier wieder. Den Dreiertrupp, genau. Also mir wird gerade live der Chat der bei euch ist angezeigt. Die Hellcat. Kann ich live mitsehen. Aber ja, die Truppen sind hinter der Bergkante sind sie verschwunden. Die sind über die Kante hinweg. Ah, wenn sie sich bewegen, das ist schlecht. Ja, die werden wahrscheinlich die ganze Zeit spazieren gehen. Wo wollen wir hin? Versucht es mal alles besser ausfindig zu machen, dann kann ich da auch mal hinschießen.
Ja, ich wollte ein bisschen da oben die Military Base spotten, damit die Artillerie mal da reinknallen kann und wir das Ding vielleicht für uns beanspruchen. Moment. Steht die voll im Feindgebiet? Ich hätte noch was Besseres. Und zwar, östlich von euch sind noch höhere Berge. Auf der anderen Seite vom Feindgebiet. Da könnte man hin vielleicht. Ich will mitten rein, ab an die Front. Ja, aber ich will auch was schießen. Wo ist denn die Military Base hier? Da vorne fährt eine Tigris rum. Ich glaube, das war unser Kollege, der schon zweimal an uns vorbeigefahren ist. Kannst du die vielleicht Du, weiter aber ausfindig machen? die Military Base. Ja, die Military Base, die ist mittendrin. Ja. Funktioniert irgendwie der Lasermarker? Ich könnte sie die Laser markieren. Steht die Tigris, ne, die fährt, gell? Die fährt, deswegen sagte ich ja Laser markieren, Ja, das aber. ist behindert, das ist doof. Ich sehe sie nämlich gerade fahren auch. Ja, die fährt auch. Ich hab sie gerade im Blick, ne? Ich guck Ja, drauf. genau, deshalb sehe ich sie. Jetzt Jetzt ist sie steht weg. sie. Jetzt steht sie. Jetzt fährt sie weiter. Fährt weiter. Nice. Was ich machen könnte, ich könnte in einen Sprengradius schießen, aber da ist natürlich, dass ich es nicht Bis treffe, ist sehr hoch. eben, bis die da ist, wird das auch eine gewisse Zeit gehen, ne? 83 Sekunden bräuchte ich. Kann ich auf die Zafi keinen Schalldämpfer packen? Verdammt. Sollte eigentlich gehen. Nee, Könnte geht auf nicht. jeden Fall mal den Outpost bombardieren und in der Hoffnung, dass der Panzer, dass die Tigris dann dorthin fährt. Auf jeden Fall werden dann einige. Versucht mal den Outpost irgendwie ausfindig zu machen, da vielleicht seht, vielleicht sind da Feinde, die ich da von da ausschalten kann. Markierst du uns den Outpost? Der ist Take der Delfinaki Outpost. Ah, das ist der Außenposten. Versucht mal irgendwie Sichtkontakt damit herzustellen, dann kann ich da Ach, vielleicht genau da was wollte ich hin. machen. Ja, da musst du auf jeden Das ist unser Ziel. Fall. Ja, Ja. ich wusste nicht, dass der das schon ist. Eben darum habe ich mich vorhin schon gefragt, was Passt willst du auf die in der Tigris. Military Base? Die Tigris ist ziemlich nah, wie es aussieht. Zwischen uns und der ist noch ein Waldstück. Mhm. Ja, da oben auf dem Berg sehe ich wieder den Dreier-Trupp, Vierer-Trupp. Also ich sehe da ein paar spazieren, die sind 500 Meter. Hätte ich meinen Schalldämpfer, würde ich schießen. Ich habe Schalldämpfer dabei, aber ich bin nicht so gut im Schießen. Kann sie wieder nicht sehen, okay. Ah, jetzt sehe ich sie. Wen siehst du? Den Ich Trupp, sehe der auf uns zwei. zu marschiert. Ich sehe einen Teamleader und einen Raketenspezialist, die stehen aber nur. Ja, das ist ein Vierer-Trupp, glaube ich, den du siehst. Was Der siehst denn kommt du, die auf. Hoshis? Die sind gerade hinter dem Baum. Gehen Warte. sie oder gehen sie? Die gehen auf Ah. 130 Grad. 130 Grad, 400 Meter. Ja, das hilft mir nichts. Ich sehe nämlich nur die Karte. Ja, ich habe das gerade dem Uli gesagt. Ich könnte schießen, die sind nicht so weit weg. Ja, wenn ich sie sehen würde, könnte ich das mal üben, aber. 130 Grad, 400 Meter, die kommen da. Ah ja, die kommen ja direkt auf uns zu, ne? Ja, Ach du feuerfrei. Schande. Moment, wartet. Ist besser, wenn sie auf euch zukommen, weil sie sehen ja euch jetzt noch nicht und dann warten und dann ist die Chance höher, dass ihr sie trefft. Ja, aber wenn sie zu nah sind, dann treffen sie uns. Okay, sie gehen jetzt ein bisschen quer. Wenn sie gerade auf uns zugegangen wären, sind sie einfacher zum Abschießen. Ja, sie sind ja Jetzt gerade auf uns verschieben, ja, jetzt zugegangen. verschieben sie gerade wieder. Warte, der eine ist stehen geblieben. Versuch mein Glück. Wir sollten uns vielleicht dasselbe Ziel raussuchen, damit wir schneller einen Down haben, oder? Ja, Ist aber ich will schon nicht komisch, den dass ich Vordersten, nicht sehe. wenn ich den Vordersten erschieße. Ich habe das Gefühl, die haben uns gesehen. Feuer? Feuer, den Vordersten. Alter, schieße ich zu hoch oder schieße ich zu tief? Bewegt sich die Tigris noch? Einer da. Die Tigris sehen wir gerade gar nicht. Hört ihr sie fahren? Nein, wir werden jetzt beschossen. Oh. Hä? Den habe ich doch voll getroffen. Ich hätte die Tigris nämlich hier auf der Map
Ian. Autsch, ich bin getroffen. Und tot. Einen habe ich. Okay, ich nehme jetzt wieder ein anderes Gewehr, auf das ich einen Schalldämpfer dann verpacken kann. Okay, pass auf. Ich bringe dich mit dem Heli wieder hin. Feuer. In der Zeit mal einmal auf die letzte Position der Tigris. Und ein bisschen auf den Outpost. Okay. Der erste Einschlag ist in 50 Sekunden. Bist du schon gespawnt? Ja, ich ja, das Night Stalker nützt mir ja nichts. Ich habe hier noch ein TWS, ein NSV. TWS ist thermal, ne? Ja, aber die sind defekt. Ach so? Steht daneben. Oh. Okay, noch einer down. Holosight brauche ich nicht. Mit viel Glück kann ich in die Hellkette einsteigen. Ich nehme jetzt wieder das Night Stalker, damit war ich bis jetzt immer zufrieden. Nie ist ein Sunny da, wenn man ihn braucht, ne? Bist du auch down? Kann ich mir den Erste-Hilfe-Kasten selber geben? Ja. Geht. Benutzbar bei anderen steht bei mir. Ja, ich. Ja, ich sehe gleich wieder da. Den. Also wenn du nicht tot bist, kannst du dich auch selber verarzten. Und wie mache ich das? Einfach Mausrad und dann Selbstbehandlung. Ah. Sehr schön. Du hast gerade den Berg beschossen, ne? Das kann sein, ja. Ja, okay, das war natürlich sehr gut. Ich hab, einen habe ich verloren aus der Sicht. Okay. Die anderen drei habe ich erwischt, aber den einen habe ich verloren. Weiß ich nicht, wo der ist. Der kann sich also jetzt irgendwie in meiner Flanke, kann sich der anschleichen. Ja, wenn du dich nicht bewegst, dann sollten die dich eigentlich nicht sehen. Tot, tot, tot. Ich lag ja letztens auch als Scharfschütze mit einem Ghillie im Gebüsch und habe ein paar Leute gesehen, direkt bei mir in der Nähe. Und dann habe ich sie aus der Sicht verloren. Die haben mich dann, meine Position dann umlaufen. Und dann dachte ich mir, rück so ein bisschen weiter vor, weil ich habe sie nicht mehr gesehen. Und gerade als ich aufgestanden bin und mich bewegt habe, haben sie mich gesehen. Die standen direkt neben mir. Oha. Also hinter mir und da habe ich nicht hingeguckt. Hm. Ja, das kann ein bisschen blöd laufen, ne? Also der Ghillie ist echt eine geile Sache. Ja, das finde ich eben schön, wenn der Ghillie dann auch wirklich mal als Ghillie funktioniert. Und nicht einfach immer nur so, oh ja, sieht schön aus und... Mhm. Ja, vor allem sieht es ja schön aus, wenn du dir einen gemoddeten Ghillie hast. Da gibt es einen schönen Mod, der nennt sich Trixie's Ghillies. Die sind schön. Ja? Ja. Funktionieren die Ghillies auch? Funktionieren, fungieren wie richtige Ghillies. Also was muss ich mir darunter vorstellen? Na, einfach ein Ghillie mit einer anderen Farbe. Du bist wirklich komplett bedeckt, also nicht nur der Oberkörper, sondern wirklich alles, sogar die Nase. Hübsch. Da gibt's halt dann drei oder vier verschiedene Ghillies. Einmal für Desert, für helles Gras, für dunkles Gras, braunes Gras. Okay, schön. Hm? Und wenn halt jeder Nachbar den Mod hat, dann ist es wirklich umso besser. Zum Beispiel in Domination oder so, wo sie gegeneinander sind, ne? Und da hat dann jeder den Mod, das ist echt nice. Mhm. Ja, dann gucke ich mal die Tage, dass ich mir ein paar Mods runterlade. Ich kann ja gerne auch hin, also mal gucken, ob ich die noch finde, dann kann ich dir eventuell Links schicken. Beschuss? Oh. Also schnell raus hier, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Werdet ihr schon wieder beschossen? Okay, ist gegangen, aber ich komme nicht mehr weiter. Vielleicht habe ich ein Dingens. Ein Repair? Repair Kit, genau. Der Arzt, der mich mal kurz. Wenn nicht, dann müsste ich heute
Dann müsste ich halt mit euch dabei sein. Ja, ja, dann machen wir es halt zusammen, ne? Ja, ich habe eh eine Panzerabwehrwaffe. Da vorne läuft ein Trupp auf der Straße. Mhm. Auf 130 Grad Entfernung. Warte, ich kurz auf der, warte, ich guck auf der Karte. Entfernung 400, 500 Meter. Aber die sind jetzt, die laufen weg. Okay, keine Chance, ich muss mit euch mit. Explodiert der Heli früher oder später? Glaube ich nicht. Oben an der Military Base fährt gerade ein dicker Panzer rum. Oh. Ich feier die links ja so krass mit der panzerbrechenden Munition. 3 Schuss und ein Panzer ist disabled auf der einen Seite. Wenn ich die dabei hätte, dann könnte ich dir ein paar Blatt schießen und du sprengst sie. Yo, was ich gerade brauche, wäre ein Sunny. Ja, kann ich dir hier, wenn wir im Busch sind, machen. Okay. Kommandosoldaten und Sniper, 500 Meter Südost. Sniper ist schlecht. Bist du beschossen oder schießt du? Ich schieße. Der Schalldämpfer ist eine gute Sache. Oh, oh, ich höre was. Panzer? Scheiße. Der fährt direkt auf mich zu. Auf mich, ja, fährt er zu. Ich könnte den ausschalten. Der ist gerade stehen geblieben. Fährt weg oder so. Nee, er ist hier neben mir im Busch. Der hat sich, glaube ich, festgefahren. Oder ja, ich sehe ihn. Er fährt jetzt aber weiter. Ah, oh. Ich muss die andere Panzerabwehrrakete nachladen. Verdammte Scheiße, jetzt habe ich gerade die falsche geladen. Ich liebe diesen Gilly, ich liebe ihn. Der hat direkt über mich weggeguckt. Oh shit! Oh shit. Ja, das war's. Ich könnte dich verarzten. Nein, brauche ich nicht. Ich komme. Alter, ich werde jetzt gleich auseinander genommen. Bleib super. Bleib einfach liegen. Nein, bleib doch holen. Bleib einfach liegen. Bomber! Und bin wieder raus. Ich bin tot. Nee, er bleibt einfach liegen, hast du doch gehört. Sobald er weg ist. Alter Falter. Sowas hätte ich jetzt nicht gedacht. Der hat jetzt. Der hat jetzt, ich weiß nicht, bestimmt 300 Salben oder so rechts und links an mir vorbei. Und dann habe ich mich einmal ein bisschen gedreht, da hat er mich getroffen. Das ist behindert. Warte, ich bleib hier noch ein bisschen liegen. Ja, mach das. Das tue ich, ne? Jetzt bietet noch der Chat über mich. Alter, ja, ja, die haben hier unsere Position, haben die jetzt ganz schwer unter Beschuss genommen hier. Die checken hier gerade. Wo ist der Panzer? Wo stand er zuletzt? Direkt vor mir.